So, ihr Lieben, der Jimmy ist nun auch fertig gewaschen und geföhnt. Ja, ihn habe ich nicht geklettet, sondern einfach nur so mit dem Blower geföhnt. Von daher hat er jetzt hier logischerweise noch ein paar Wirbel drin. Ja, ich zeige euch jetzt, was ihr scheren oder schneiden könnt. Also wenn ihr eine Schermaschine habt, fangt ihr am besten, bleibt mal sitzen, hier mit der Ohrmuschel an. Wie gesagt, die sind jetzt 3-4 Wochen her, dass sie getrimmt sind. Wenn hier natürlich bei eurem Hund ganz viel Haar noch ist, gerade in diesem Bereich, dann nehmt ihr die Schermaschine und fangt hier einfach an, so mit dem Strich wegzurasieren. Dass ihr erstmal diesen ersten Schritt habt und hier einfach ein bisschen mehr Luft rankommt. Am besten ist es, weil die Hunde auch gerne mal hier, weil es kitzelt, ein bisschen schütteln, wenn ihr das zu zweit machen könnt. Also einer hält den Hund und ihr könnt dann hier schön das Ohr rasieren. Immer schön mit dem Strich schön hier reingehen. Hier gerade so um den Ohreingang. Jimmy. Schön alles wegrasieren. Ich habe hier einen 1,8 mm Aufsatz. Geht bitte nicht tiefer, das heißt noch kürzer, weil ihr kennt das, beziehungsweise Männer kennen das ja sehr gut. Auch Hunde können Rasierbrand oder Rasurbrand, ich weiß gar nicht, wie der richtige Ausdruck dafür ist, bekommen. Das heißt, die Haut wird richtig schön rot. Also hier einmal komplett, hier nicht zu hoch, sonst rasiert ihr hier schön in den Kopf rein, das wollen wir nicht. Aber könnt auch das Ohr so rumklappen und hier gerade mit dem Finger so festhalten. Schön hier die Ohrmuschel schön frei machen. Ich gehe hier auch immer mal so ein bisschen gegen den Strich rein, macht das aber bitte nicht. Also immer nur, Jimmy, bleib doch mal. Gerade hier so um die Ohrmuschel, dass es schön frei ist. Dann könnt ihr hier noch so ein bisschen an der Wange hinten runter und hier noch so ein bisschen runter. So. Und da habt ihr eigentlich schon das Ohr schön frei rasiert. Hier nochmal. So. Hat er eben eine böse Zecke hängen gehabt. Und davon, wenn man ständig im Wald rumflitzt. So. Hier mal aufpassen, hier ist ein Wirbel. Deswegen nicht zu kurz den Scherkopf nehmen, wenn ihr einen habt. So, und dann könnt ihr anfangen, könnt hier schön runter rasieren. Aber nur hier am Hals. Jimmy. Schön hier runter. So. Die andere Seite auch. Schön dahin. Das Öhrchen. Schön frei machen. Hier schön runter rasieren. So. 2-3 cm vom Ohreingang weg. Aufpassen, das Ohr, das zeige ich euch mal auf der Seite. Jimmy. Das hat hier eine doppelte Falte. Also guckt euch das Ohr bitte mal, bevor ihr anfangt zu schneiden oder zu scheren, nochmal an. Hier ist eine Falte und hier rasiert man gerne rein, gerade wenn man zu tief runter geht. Aufpassen, weil das wächst nicht mehr zusammen und blutet wie Sau. So, Mama, sitzt, du bist halt arg kitzig, Dingi. Was ihr machen könnt, wenn ihr einen schwarzen Cocker habt oder auch einen Schimmel, Blauschimmel, Braunschimmel, Orangeschimmel. Und wenn ihr es mögt, die Ohrensätze richtig kurz und tief optisch zu haben, könnt ihr auch einfach mal hier drüber rasieren. Nehmt dafür aber bitte einen größeren Aufsatz, also eine längere Länge, weil sonst sieht er zu nackig aus. Also ich mache es ungern, dass ich hier die Ohrensätze mit anrasiere. Bei den Schimmeln mache ich es ganz gerne und bei den schwarzen, aber bei den roten nicht. Deswegen, ihr seht, er hat hier recht langes Haar, beziehungsweise hier wird es kürzer, weil ich es einfach zupfe. So. Hier rasiert ihr bitte nicht lang. Muss man auch mal gucken, ob ihr das noch seht. Ja. Ich justiere euch noch mal ein wenig. Oder ich mache euch mal am besten auf die Seite. So, Moment. Das ist auch richtig. Mal schon ein bisschen weiter runter. Also entschuldigt bitte hier die Technik. Wir improvisieren hier gerade so ein bisschen. So.
So. Guck mal, ob es von der anderen Seite, ob man das besser sieht. Komm mal her. Bleib mal. Nee, nicht ganz. Okay. Ja, hier sieht man das, wenn ihr das Ohr ein bisschen hochhebt. Rasiert hier nicht zu weit rüber, sonst kriegt er so einen Irokesen. Also wirklich nur hier, ihr seht hier diesen Wirbel. Und da rasiert ihr einfach nur runter. Und die Frage kommt immer, ja, bis wohin rasiere ich denn, wenn ihr euch den Hund von vorne anguckt. Die Ohren mal ein bisschen wegmacht. So, fängt hier das Brustbein an. So, und hier rasiert ihr runter. Hier ist meistens dieser Fleck vom Halsband. Und hier ist das Brustbein. Und hier geht diese Mulde richtig rein. Und dann rasiert ihr auf beiden Seiten gerade nur so hier den Rand und den Hals komplett runter. So, dann könnt ihr euch die Haut noch so ein bisschen zurecht dingsen. Jimmy. So, und hier noch. Und das war's schon. Mehr braucht ihr gar nicht machen. Also die Ohrmuschel. Hier schön ausrasieren. Dann nehmt ihr das hoch. Hier könnt ihr entweder rasieren oder ihr nehmt die Schere. Ich kann das auch so machen, schnell. So, dass hier auch nichts mehr großartig absteht. Und dann rasiert ihr hier schön runter. Und damit habt ihr eigentlich schon die meiste Arbeit getan. So, die Füße. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt einen Rasierer oder ihr benutzt die Schere. Ich zeige euch beide Varianten. Mal gucken, dass die Kameraeinstellung so stimmt. Mit dem Rasierer ist es natürlich ganz einfach. Die waren jetzt, halt wie gesagt, erst vor kurzem geschnitten. Wenn ich den Rasierer nehme, bei unseren Hunden, die nicht zur Schau gehen, rasiere ich alles, was über die Ballen drüber ist, mit dem kürzesten Aufsatz, alles weg. So, ich halte dazu, weil ich die Pfote ja noch nicht geschnitten habe, hier das Haar hier unten fest, halt die rote so und dann spreizt er die Pfote automatisch ein bisschen und dann rasiere ich hier alles, was drüber steht, weg. Ich rasiere nicht rein, nur alles, was über die Beine kommt. Wenn ich hier rein rasieren würde, zeige ich euch auch gleich von der anderen Seite, dann kriegen die so Hühnerfüße. Was ich aber ganz gerne bei euren Haushunden mache, muss mal gucken, der Jimmy, der hat so schlimme Ballen. Ich rasiere auch gerne mal hier drin weg. Gerade wenn so Schmuddelwetter ist, rasiere ich das alles weg. Auch bei meinen rasiere ich das weg. Bei Showhunden würde ich das niemals wegrasieren, weil die Gefahr ist da, dass sie so Spreizfüße bekommen. Und das ist einfach nicht schön. Die Cockerfüße sollen schön gepolstert sein und außen die Katzenpfoten. So mache ich das also mit der Schermaschine, mit einem feinen Kopf. Dann ist die Pfote untenrum schön sauber. Hier nicht zu hoch machen, einfach nur gerade so ein bisschen an den Seiten. So, dann haben wir eine schöne geputzte Pfote. So, das war mit der Schermaschine. Mit der Schere. Dann kommen wir ein Stück zurück, Jimmy. So, seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ja, schade, dass halt jetzt hier nicht die ganzen Haare rausstehen. Da kann man das besser zeigen mit der Schere. Ich benutze dafür immer eine gebogene Schere. Mit der Spitze dann nach oben, nach außen. Wichtig ist, dass ihr niemals so in die Pfote reingeht. Ihr könnt, weil hier sind ganz viele Falten drin und ganz viele Blutgefäße. Ihr könnt da einfach viel zu viel verletzen. Wenn ihr eine gebogene habt, mit der Spitze nach oben und dann, wie mit dem Rasierer, schneidet ihr einfach alles, am besten wenn die Pfote zu ist, und dann seht ihr, wie das aussehen würde, wenn es zugewachsen ist, einfach alles, was so drüber kommt, einfach weg. Nichts Schlimmes, und so könnt ihr den Hund auch nicht verletzen, es sei denn, ihr geht so rein. Lieber kleine Schnitte und schön dosiert. Und da könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn ihr euch das jetzt zutraut und wollt hier drin auch mit der Schere was machen, nehmt ihr auch schön die Füße so, dass ihr das auseinander spreizen könnt. Schön ist auch, wenn jemand den Hund hier hochhalten kann, dass er sich nicht immer hinsetzt. Und ihr dann, ich hoffe, ihr seht das noch. Ich muss ein Stück vorgehen.
So, warte mal. Ja. Wenn ihr das auseinanderzieht, wirklich kleine Schnitte, ganz vorsichtig hier reingeht. Ja, aber ich würde euch empfehlen, für den Anfang wirklich die Pfote so zu nehmen und alles, was hier so drüber wächst, einfach nur so ein bisschen abschneiden. Da macht ihr nichts verkehrt. Ja, schön vorsichtig, nicht so schnell wie ich. Ich mache das ja jetzt schon ein bisschen länger. Einfach so schön kurz schneiden. Ja. Hier aufpassen, hier ist immer noch mal so ein Knubbel, dass ihr den nicht mit erwischt. Wichtig ist, nehmt eine so scharfe Schere wie möglich, weil die stumpfen, damit ist die Verletzungsgefahr noch größer. So. Richtig schön, so. So, da kann nichts passieren. Ne? So, ja, wie macht ihr ansonsten die Pfote? Ist im Prinzip auch kein Hexenwerk. Die soll eher schön rund sein, katzenpfotenförmig. So, mach's euch nochmal andersrum. Ja, jetzt ist natürlich wieder blöd, dass die erst frisch geschnitten sind. Guck mal, wie viele Haare wir schon haben. Vom Grundsatz ist es auch egal, ob gebogene Schere oder gerade Schere. Ich nehme jetzt einfach mal eine gerade Schere. Und ihr macht jetzt einfach, geht ihr einfach von innen und nach außen mal so schön den Fuß entlang. So. Braucht gar nicht so kurz sein, dass ihr einfach mal schön hier einen runden Fuß draus macht. Ja? Also wie gesagt, es kommt auf nichts drauf an. Ein bisschen andersrum, so. Es muss jetzt auch wirklich nicht schick aussehen. Eure Hunde gehen sowieso nicht zur Schau. Es soll für den Hausgebrauch tauglich sein, soll ein bisschen schick und gepflegt sein. Das ist das Wichtigste. Und deswegen einfach nur so ein bisschen entlang der Pfote rund schneiden. So, von innen seht ihr das jetzt von der Seite nicht. Deswegen zeige ich euch das an der anderen Pfote. Hebt am besten das Beinchen ein bisschen hoch. Und hier könnt ihr auch schön entlang der Pfote gehen, mal ein bisschen wegpusten. So. So, und das eben so kurz, wie ihr wollt, wie ihr euch das zutraut. Aber am besten ist immer schön rund. Tut mir einen Gefallen, schneidet nie so. Und schneidet, wenn ich mal gucken, wie ich den Hund am besten nehme, dass ich das zeigen kann. Und schneidet auch nie so. Wartet. So. Ne? Weil dann haben wir hier alles weg. Und dann hat er wieder diese Plattfüße und diese Hühnerfüße. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schöne Katzenpfoten haben. Also immer schön nur die Seiten, nur von unten schön rund schneiden. Mehr machen wir hier nicht. Ja? Normalerweise sollte man auch nicht die Krallen sehen beim Cocker. Ich mache sie grundsätzlich immer ein bisschen kürzer, als es so vom Standard gewünscht ist. Aber das könnt ihr auch jetzt erstmal handhaben, wie ihr wollt. Hauptsache der Cocker ist schön pflegeleicht und gefällt euch. So, was machen wir mit dem Unkraut hier hinten? Jetzt habe ich das natürlich auch schon das letzte Mal ordentlich weggeschnitten. Je nachdem, wie lange das bei eurem Hund ist. Mittlerweile schon, bei meinen meisten Kunden könnte es schon sehr lang sein. Habe jetzt mittlerweile die vierte Woche schon zu. Das heißt, jetzt sind eigentlich einige schon wieder dran. Schneidet es einfach so, wie ihr wollt, ein bisschen gerade ab, dass es nicht zu unordentlich aussieht. Nur so ein bisschen, lieber erstmal zu wenig, ihr braucht ein Gefühl dafür. Nachbessern könnt ihr immer noch. Und guckt einfach immer mal mit dem Kamm oder mit der Bürste, wie es ausschaut, ob ihr da noch was verändern wollt. Schnitt seht, ihr könnt das gar nicht. Ihr könnt gar nicht mit der Modellierschere oder auch mit der Effilierschere das jetzt, wir sagen dazu, ausblenden.
DF-Lierschere oder auch Modellierschere ist für uns Hundefriseure der Radierer wie für die Zeichner. Nein, ist für uns das gleiche wie für den Zeichner der Radiergummi. So rum für die Bleistiftzeichner. Also damit können wir wirklich schön weich die Linien machen, ohne dass ihr seht, dass da geschnitten wurde. Also die Effilier- oder Modellierschere ist wirklich dazu da, damit das natürlich aussieht. Zeige euch gerade mal, wie das von hinten aussieht. Wie gesagt, ich würde da jetzt noch mit der Modellierschere ein bisschen nachgehen. Man sieht es leider nicht so gut durch den Winkel. Ich brauche wirklich mal einen Kameramann oder so. nee, man sieht es nicht. Also ich kann es euch leider nicht zeigen. Nicht richtig. Also das sollte schön aussehen und nicht so, wie ihr es jetzt auf diesem Kamerabild seht, beziehungsweise aus diesem Winkel. Nochmal schauen. Da steht noch ein bisschen was ab. Ja, also es sollte natürlich wie so eine Säule gerade sein. Ich guck mal, dass ich das nachher vielleicht noch gut hinkriege. So. Was machen wir? Moment, ich guck mal wieder, dass ich die Position ein bisschen anders hinbekomme. Mit dem Bobbes. Auf Hochdeutsch Hintern. Afterregion, wie auch immer ihr es nennen wollt. Meistens hängen hier die Haare schon so richtig runter. Wollen wir nicht. Aber geht bitte nicht so mit der Schere hin. Pfui, pfui, pfui. Ja? Ja, gleich fällt das Ding hier runter. Moment. Die Verletzungsgefahr ist einfach viel zu groß. Nehmt euch die Rute. Am besten hält auch wieder den Hund einer fest. Haltet sie ein bisschen überstreckt über die Rückenlinie hinaus, kämmt alles runter und dann geht ihr so hin, also mit der Spitze immer vom Popoloch weg. So, immer schön schneiden. Alles, was hier jetzt drüber geht, man sieht es bei ihm leider nicht so, weil er erst geschnitten wurde, so, könnt ihr auch vorsichtig abschneiden. Ihr habt gerade gemerkt, er zuckt schon, schwierige Region. So, ja, gut. Und dann könnt ihr das so ein bisschen freischneiden. Wenn ihr eine Effilier- oder Modellierschere habt, könnt ihr auch das hier ein bisschen, ich zeige es euch gerade mal, bleib. Wenn euch das stört, gerade beim Gassi gehen, könnt ihr das hier so ein bisschen mit der Effilierschere ein bisschen ausdünnen. Dann bleibt wenigstens nichts hängen. So, je nachdem, wie viel ihr wollt. Also beim Jimmy brauche ich nie so viel wegmachen. Der macht eigentlich seine Häufchen ganz nett. Da bleibt nichts hängen. So. Und dann hätten wir diese Partie hier eigentlich auch schön. Die Rüden haben hier immer so einen Vorsatz. Also das könnt ihr ruhig, hier sind so Wirbel an der Seite, bis dahin runter effilieren. Ja? Also vielleicht bis hier. So wie diese Verdickung hier ist von der Prostata. So, dann wird immer gefragt, wie lang soll die Rute sein? Rein vom Standard her soll die Rute so lang sein, bis zu den Sprunggelenken, also bis zur Ferse runter. Hier, er hat jetzt die optimale Länge, da ist auch nicht viel über, vielleicht 3-4 mm. Also wenn ihr jetzt einen Hund habt, wo die Fahnen bis hier unten gehen, dann streift ihr so runter, bis die Länge erreicht ist. Mindestens aber, bis ihr hier den letzten Knochen und die Haut fühlt. Ja, streicht ihr so runter. So, und alles, was jetzt hier drüber ist. Also angenommen, euer Hund hätte hier die Rute zu Ende und die wäre sehr lang. Also würde über das Sprunggelenk drüber gehen. Dann könnt ihr das hier alles abschneiden, wenn das Haar ist. Deswegen mit dem Finger hier das letzte Hautzipfelchen festhalten. So, das könnte ich jetzt beim Jimmy alles abschneiden. So. Und dann habt ihr schon die optimale Länge. Also wie gesagt, bis hierhin, bis zu den Fersensprunggelenken sollte optimal die Rute reichen. Alles, was an Haar drüber ist, schneidet ab. Wenn es kürzer ist, umso besser. Lasst noch ein bisschen Haar dran, dass es optisch ein bisschen perfekter wirkt. Ansonsten könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt die Länge der Rute schneiden wollt, hier, ist immer so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Der Jimmy ist jetzt leider nicht perfekt aufgeföhnt. Haltet die Rute so ein bisschen zur Seite und schneidet sie so, wie ihr wollt. Nicht ganz kurz, nicht ganz lang. Einfach, wie es euch gefällt. Ja.
Ja, jetzt hätten wir bis auf die Vorderbeine schon alles durch. Der Jimmy ist vorne an den Vorderfüßen sehr, sehr kitzlig. Also der zieht rum, der schnickt die Füße weg. Ich guck mal, ob ich es euch trotzdem zeigen kann. Ist natürlich jetzt auch, ich hatte die an den Vorderfüßen, generell an den Füßen sehr, sehr kurz gemacht. Also hier gilt auch, nehmt eine Schere, am besten ist, wenn der Hund steht und stehen bleibt, gell, Jimmy? So, und schneidet hier auch, schon geht's los. Guckt mal, wenn ihr den anderen Fuß hochnimmt, ob es besser ist, falls eurer genauso zuckt. Und schneidet einfach auch hier schön rund. Na, schöne, runde Füße. Auch ruhig bis hoch, bis zu dieser Daumenkralle hier. Na, da ist die Daumenkralle. Bis dahin könnt ihr hier ruhig hochschneiden. Das ist kein Thema. So. Von unten. Mal gucken, dass ihr das wieder seht. Genau. Hier könnt ihr entweder auch wieder mit der Schermaschine machen oder, weil es hier gerade so gut aussieht, mit der Schere. Jimmy, bitte. So, Jim. So, und auch alles wieder, was drüber ist, schön abschneiden. Schön putzen, das reicht. So, ihr braucht da gar nicht reingehen. Wichtig ist, dass hier oben alles schön kurz ist. Weil sonst drückt sich die Pfote so auseinander und es tut dem Hund dann irgendwann weh. Vor allem, wenn viel Sand drin ist. Oder auch mal Filz. So. Die Länge, geh mal ein Stück zur Seite, Jimmy. Diese Länge. Ich sehe oftmals Cocker, wo das hier bis da hoch kurz ist und dann kriegt er erst die Fahnen. Das ist vom Standard her falsch. Kann ich natürlich zur Pflegeerleichterung so machen. Aber korrekt ist eigentlich, dass das so in die Pfote übergeht. Jetzt nicht ganz schneiden, weil er natürlich wieder rumzappelt. Ein Stück zurück. So. Na, ich gucke noch mal, dass ich das ganz drauf bekomme. So. Jetzt rutscht das blöde Ding wieder runter. Also ihr seht, der reine Trimaufwand ist gar nicht so groß. Man muss natürlich immer mit der Technik kämpfen. So. Also wie gesagt, auch hier schön rund schneiden und hier auch, dass es gerade so in die Pfote nur übergeht. Ja, nicht kürzer, nicht länger, auch nicht, dass es jetzt hier hinten noch so wegläuft, sondern einfach so schön reingeht. Was ihr machen könnt, damit es pflegeleichter ist. Ihr nehmt die Hand, geht so runter, bis hier ist dieser komische Ballen. Hier. Bis dahin geht ihr runter, über den Ballen drüber. Hebt den Fuß hoch und alles, was jetzt hinter eurem Finger ist, könnt ihr kurz abschneiden. Das könnt ihr wirklich bedenkenlos machen. Und dann ist es von außen immer noch schön. Aber ihr habt es hier innen schön kurz. Seht ihr das? Da. Ja, du empfindlicher Kerl. So. Und das ist eigentlich alles. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Füße schön rund schneiden, einmal so rum, nie von oben oder auch nie hier von der Seite, also das, was oben drauf ist, nicht abschneiden, ne? Immer schön hier einmal rund, dann hier könnt ihr runterfahren, alles, was hier drüber ist, abschneiden, schön über die Ballen schneiden, sonst nichts. Die Ohren schön sauber machen hier, dass hier richtig viel Luft dran kann. Den Hals und je nachdem, es kommt auch immer auf den Hund drauf an, bei manchen brauche ich es nicht, bei manchen muss ich das machen. Bei Jimmy muss ich das ganz arg machen, weil er da gerade diese Operation hatte und durch den ganzen Speichelfluss und Wundsekret und so weiter sich jetzt ein Lefzenekzem hier gebildet hat. Ja, das ist ja arg empfindlich. Also hier schön auch ruhig gegen den Strich in die Falte rein rasieren. Ja, ich weiß. Ganz schlimm. Auf der anderen Seite auch. So, da geht es besser, gell? Da tut es nicht so weh. Ja, jetzt. Und schon habt ihr im Prinzip die halbe Miete.
Was ihr jetzt noch machen könnt, was ich auch gerne bei den Rüdenbesitzern mache. Nicht, um Gottes Willen, nicht bei den Rüdenbesitzern, sondern bei den Rüden. Ich mache eine Pieselschneise. Muss ich euch wieder ein bisschen umbauen.